Was hat uns jetzt das Öffnen dieses Hofes gebracht? Dann gab da... Genau, Hugi und Muni, das sind seine Raben quasi, die er jeden Morgen entsendet und die ihn quasi am Abend... Ich hoffe, ich bin jetzt nicht durcheinander irgendwie... sagen, was in der Welt geschehen ist. Ah, so. Jetzt wird mir, glaube ich, klar, was da drüben mit dem Portal meint ist. Wir gehen jetzt wieder rüber, schauen wieder durch, dass die Mauer geschlossen ist und dann wird sich wahrscheinlich innerhalb der Mauer irgendetwas hoffentlich geändert haben. So, habe ich die Handschuhe unterlassen. Perfekt. Sehr gut. Ich fürchte, Hugin kehrt nicht heim. Das sorgt ich mehr um Munion. Hab ich auf dem Arm tätowiert. Schön. Das ist ein schönes Tattoo. So, warte mal. Ich geh jetzt hier durch. Die Mauer ist zu. Sie stehen ja auch. Also, Hugin und Munion stehen ja auch so ein bisschen so für Weisheit. Ja, und Wissen. So, und. Jetzt ist da oben eine Mauer. Schön, wir können rüber. Sehr, sehr cool. Aktionstaste auf F finde ich immer ein bisschen grenzwertig, muss ich sagen. Irgendwie, man hat sich so auf E eingeschossen. Von der Tastaturbedingung. Man könnte es auch umlegen irgendwie, aber mir ist meistens immer ein bisschen zu faul für. So, was haben wir denn hier? What did we see? Jetzt runter. Das Hof, was hat sich jetzt verändert? Stehen für Gedanken und Gedächtnis. Ah, vielen Dank, Mutti. Ich geh mal durch. Nichts ist passiert. Schön. Kann man machen. So, durch den sind wir ja durchgelaufen da unten. So, hier kommen wir jetzt wieder raus. Was ist jetzt passiert irgendwie? Ich habe gerade die Veränderung nicht mitbekommen. Ach so, Moment. Können wir hier nicht. Nee, kann man nicht. Ist nicht der richtige Winkel. Schauen wir hier kurz. Auch nicht. Ja, scheinbar. Es sei denn, man kann auch tatsächlich von der Seite mit dem Zeichen auf die Mauer gehen. Jemand Eater of the Dead gelesen? Nee. Auf dem Buch basierend der 13. Krieger. Ah, geiler Film. Geiler Film. Das ist der Fürstemann. Ja, das wird hier nichts. Okay, die Symbole sind hier weg. Ah, alles klar, wir... Verstehe, alles klar. So minimieren wir quasi die Zeichen, die überall rumhängen. Oh, ich muss nachdenken. Von den Arabern wissen wir tatsächlich das meiste über die Wikinger. Was hast du denn für ein tolles Schwert? Wenn du stirbst, darf ich das meiner Tochter mitbringen. So. Okay, da drüben ist tatsächlich noch eine Brücke. Wenn wir mal irgendwie schauen, dass wir da hinkommen. Weiß nur noch nicht wie. Tatsächlich. So, hier irgendwie eine Möglichkeit. Was sagt denn der Gesang von Valraven? Klingt hier drüben irgendwie. Da drüben ist er. Aber wie kommen wir hier hin? Da drüben. Aber die Brücke ist oben. Aber das ist nochmal ein Tor. Probier mal. So, okay. Jetzt ist weg. Das ist auch nicht da. So, das hat jetzt nicht geholfen. Ah, Balken? Kein Balken. Alles klar.
dann wird es wohl der Balkentanz. So, ich verstehe mal tatsächlich die Runen, Steine und Runenbalken als Collectibles. Und ich hoffe natürlich irgendwie, dass ich jetzt hier keinen übersehe. Ich habe mal an einem Antiquariat-Buchhandel gearbeitet. Da habe ich zum ersten Mal auch die Bio-Saga gelesen. Beowulf ist tatsächlich mein zweites Kinderbuch gewesen. Also die kinderfreundliche Variante davon. Ja. Großartig. Süchen. Jetzt bin ich hier drüben. Okay, jetzt können wir mal versuchen, hier auf den Turm zu gehen, irgendwie. Ich merke schon, wie meine Gedanken so ein bisschen zerfasern hier gerade, irgendwie. Gerade in meine Kindheit abdrifte, zu dem Buch. Stop it. Okay. Ah, Leiter? Noch da. Okay, gut. Hier können wir wieder ein paar Zeichen ausschalten. She did it. Okay, es waren also die ganze Zeit die direkt vor dem Tor. Wunderbar. Hätte man das auch vorher schon machen können? Denke nicht, aber... Interessanter Gedanke. Das sieht gut aus. Bevor sie knew it, the darkness had her in its claws. Fokussieren und laufen macht so richtig Spaß. So. Nicht. Ja, ich weiß nicht, besser wird's nicht. Irgendwie mit dem Zeichen. Okay. So. The gate is open. The gate is open. There is no such thing as victory when it comes to the darkness. It's like it doesn't want to kill her. Yet. Alter, echt? Diesen Umweg? Biding its time. Jetzt komm ich hier vorne. Ich kann hier runterspielen einfach. Will it strike to kill? Ich kann immer die Brücke unterlassen. Will she find Dillian? So, und auf das Ding. War wirklich heute ein schön gelb, war Benny? So, hier. Sonst habe ich ja mal meine vornehme adlige Blässe. Meine skandinavische Bräune. Heute sehe ich so ein bisschen aus. Wie gesagt, als hätte ich aus einer Tüte Möhren geschlafen. So, mal Leberwerte checken. Es gibt viele Leute, die mir was bedeuten. Ja. Dafür die Lebekämpfe dran. Ja. Da bin ich ganz bei dir, Dave. Ich hoffe nur, dass, wenn ich vor so einem Tor stehe, dass ich auch die Eier habe, das zu tun. Irgendwie, muss ich mal an der Stelle ganz ehrlich sagen. Irgendwie. Oh, Rabenfedern. Kampf aus. Sieht nach Kampf aus. So, hier haben wir Zeichen. Okay, focused. Mama und overcome Valravan's final illusion. The fierce in his keeping. I know you can do it. Ist das Nest hoch da oder was? You have the sight. We both see the darkness. We can fight it together. Okay. Achso, Fröschlein im Hals hier. Was ist hier los? So, hier kommen wir nicht ran. Kommen wir denn jetzt hier auf dieses Geäst? Ist da vorne irgendwie eine Brücke oder irgendwas? Ist da was? Kommen wir vorne irgendwo hoch? Ach doch, hier. Eine Leiter. Zack. Hoch mit dir.
So, ist immer so ein bisschen... Ah, okay, alles klar, da ist so ein Balken. Ritze. Ach, so eine kleine Abkürzung, das wäre doch irgendwie... Einfach runterspringen können. Speak to me, Drew. Tell me a story. Senua, listen. I will tell you the tale of a man called Findon. The Northmen captured Findon's sister, and his father sent him to pay for her release. But they took his gold, put him in chains, and held him for a day and a night without food or water. Then they released him. I don't know why. Upon his return, his father's enemies in Erin set fire to his home. His father burnt to death, and his brother was killed. But he escaped with sorrow in his heart. His father's enemies offered redress for his loss and invited him to a feast. It was at a hall near the sea. But when he went there, they betrayed him to the Northmen, who enslaved him and took him to hell. 6 years later, his slave masters landed on the shores of Orkney, burning all before them. And into that fire, Findon made his escape. What was Findon burnt away that day? But from the flames, a new man stepped forward. And Druth was born. Okay, krass. Druth. The man that I am now. So, and da... Findon never set eyes on his dear sister again. I, Druth, have found you, Senua. I wish you could have seen my home before these dark times. Krasse Geschichte. So, okay, der Querbalken ist weg. Wenn ich durchgehe, ist der weg irgendwie. Okay, aber jetzt ist halt der Balken da. Die Frage ist jetzt nur, wie komme ich da oben hin? Muss ich überhaupt da oben hin? Ich bin jetzt eigentlich gerade schon über dieses komische Nest gestolpert. So, warte mal, hier komme ich jetzt... Ah, hier springt sie runter. Verstehe. 5 Meter Sprünge macht sie, 2 Meter nicht. Verstehe. Versteh mal einer die Kelten. So. Okay. Ja. Und nun? Wir sind doch jetzt von hier gekommen, oder? Müssen wir jetzt hier nochmal hoch? Oder war der vorher nicht da? Nee, doch. Wir sind von hier gekommen. Wir müssen doch irgendwie gucken, dass diese Bäume hier weg sind. Die Äste. Haben wir noch irgendwo ein Tor? Irgendwie irgendetwas in der Richtung? Wo wir durch können müssen. Oh, ach nee. Ja, hahaha, klar, natürlich. Wir müssen jetzt nochmal oben durchs Tor durch. Irgendwie, damit dieser Balken da ist, irgendwie, dass wir aufs Nest hochkommen. Da ist er. So, jetzt können wir hier runterspringen. Wunderbar. Und dann können wir da hochklettern. Wie gesagt, ich finde diese abstrakte Rätselform ziemlich cool. Gefällt mir gut. Oha. Oha, nee, nicht runterfallen. Nicht runterfallen. So, schön. Jetzt sind wir in Valravens Nest, oder was? Schön hier. Schön. So. Und focused. Das Siegel ist gebrochen. The door is open now. I know it from the wilds. It's coming back for me. Oh, hinter uns, hinter uns! I'm still here. Are you too?
I remember. It didn't end well in the wilds. It never does. You think you can overcome the darkness, make sense of it, and once relief settles in, it strikes out of nowhere, throwing you helplessly back into the maelstrom, drowning the mind in fear, deeper, deeper, dragging you down so far into the void that maybe this time. Hat er mich wieder gerade gefressen oder was? There, in the darkness. Senua. And she remembered what he told her. Hear me. Reach out to me. Senua. Take my iron mirror. Look into it. For it is a window into the underworld. Within, you will see the face of the darkness that you fear. And if you focus, like I have taught you to, you will also see that as much as the darkness has you trapped within its veil, it too is trapped within yours. Focus! 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 I see you! I see you now! You led me to the wilds! You trapped me there! Mist. Zwei sind natürlich schon schön knackig jetzt hier. Okay. Also der haut natürlich auch ein paar Dinger hin irgendwie. Schön, und schon bin ich jetzt hier, fühle mich ein bisschen Dark Souls-mäßig jetzt hier gerade. Genau das, was ich nie wollte. So eine Scheiße. Fuck. Ah, okay, alles klar. Du musst ihn also kurz fokussieren. Um ihn quasi so ein bisschen so zu stunnen. Das ist interessant. Komm, los. Na los. Alter, drei? Echt jetzt? Das ist nicht gut. Drei sind nicht gut. Mann! Stirb, Walraven. Focused. Krass, du kannst jetzt kannst ihn anscheinend nicht mehr so schnell stunnen.
Das hat ja recht. Nice. But not this time. The mark of Valravn, one of the keys to the gate to Helheim. Hold it in your mind's eye. Okay. With every battle, the darkness grows stronger. Every victory, bringing her closer to defeat. Unfair, isn't it? In those dark winter nights in the wilds, there were times when she considered letting go. If it weren't for Druth, a chance encounter in the wilds, she would not have heard his stories of the Northmen. She would not have this chance to find Dillian's soul. I'm coming. So, alles klar. Damit haben wir anscheinend den ersten großen Boss Valravn besiegt. Den ersten Gatekeeper nach Helheim irgendwie.